Anlegen eines Unterschenkelverbands mit Delta Dry Softliner. Bei Indikationen, die die Stabilisierung des Sprunggelenks erfordern. Delta Dry Softliner ist ein wasserabweisender Polsterschlauchverband zur Anwendung unter synthetischen Stützverbänden. Er polstert die Gliedmaße und schützt beim Abnehmen des Verbands. Mit Zustimmung vom Arzt kann der Patient damit seiner Körperhygiene nachgehen und wie gewohnt duschen, sich waschen oder sogar schwimmen. Legen Sie die Stellung der Extremität fest, bevor Sie mit dem Anlegen des Verbands beginnen. Das Sprunggelenk in 90 Grad Flexion und der Fuß in neutraler Inversions-Evasionshaltung. Wählen Sie die Breite des Delta Dry Softliner so, dass er passgenau anliegt, aber das Bein des Patienten nicht einengt. Schneiden Sie den Schlauchverband in der Länge von der Kniekehle bis zu den Zehen plus noch einmal die Fußlänge zu. Um Gleitdruck während des Überziehens zu vermeiden, rollen Sie den Softliner auf, bevor Sie ihn über die Extremität ziehen. Rollen Sie ihn dann über das Bein ab und entfernen Sie eventuelle Falten. Möglicherweise ist zusätzliche Unterpolsterung erforderlich. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Polsterung punktuell oder insgesamt zu verstärken. Zum Beispiel können Sie den Delta Dry Softliner doppellagig legen, indem Sie ein längeres Stück zuschneiden und von beiden Enden her zurückschlagen. Eine weitere Option besteht darin, Delta Dry Polsterwatte über den Delta Dry Softliner zu wickeln. Oder ziehen Sie eine zweite Schicht über die erste. Oder einen zusätzlichen Abschnitt Delta Dry Softliner über prominente Knochenvorsprünge. Für zusätzlichen Hautschutz beim Aufsägen des Verbands können Sie dort, wo später die Gipssäge angesetzt werden soll, einen Streifen Delta Dry Polsterwatte anlegen. Ziehen Sie Handschuhe an, bevor Sie den synthetischen Stützverband anlegen. Nehmen Sie einen Stützverband in passender Breite und tauchen Sie ihn in Wasser ein, wie in der Anleitung zur Aktivierung des Stützverbands beschrieben. Legen Sie den synthetischen Stützverband gemäß der üblichen Technik an. Beginnen Sie damit, den Mittelfußknochen zweimal zu umwickeln und arbeiten Sie sich zum Sprunggelenk vor. Bevor Sie die letzte Schicht des Stützverbands anlegen, schlagen Sie den Delta Dry Softliner am distalen und am proximalen Ende zurück, um mit weicheren Rändern die Haut zu schützen. Fixieren Sie diese umgestülpten Enden mit der letzten Schicht des Stützverbands. Modellieren Sie den Verband mit der Hand und achten Sie auf den gewünschten Bewegungsgrad sowie potenzielle Reiz- oder Druckpunkte. Delta Dry – die hygienische Lösung, die alles mitmacht.